Weiter geht's. November 5. Wir gehen wieder zurück in der Zeit. 21.14 Uhr. Todd gibt sich wieder eine Dröhnung. Ah nein, der schläft jetzt. Hat sich wohl eine Dröhnung gegönnt. Ah, warum wächst du ihn auf? Ich will nicht, dass er wach ist. Essen ist fertig. Ja, ich komme. Serviere das Essen. Was ist da hinten noch? Kurz, ich will noch kurz anschauen, was da hinten noch war. Ah, Alice wieder. Nee, was anderes. An der Wand irgendwas. Ach so, das Licht. Okay. Es lohnt sich ein bisschen, sich doch ein bisschen um. Ich glaube, alles, was man macht, verändert, auch wenn auch nur geringfügig, aber es verändert die Szene. Und deswegen lohnt es sich, bevor man mal anfängt, oder bevor man anfängt, kurz alles zu scannen und zu sehen, was dann alles, was man alles für Möglichkeiten hat. Schaut sich immer noch das gleiche Spiel an. So, Essen. Spaghetti. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Für das sieht's aber echt lecker aus. So. Bediene Alice und Todd. Ein bisschen Wasser. Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir echt gedacht. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie, sind nie müde, nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Was glotzt du so? Boah, der Typ regt mich so dermaßen auf. Was ist dein Scheißproblem? Alter Mann. Nicht gerade ein Traum hier, was? Mit dir bestimmt nicht. Glaubst du vielleicht, es ist einfacher? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die Scheißschlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Boah. Es ist alles deine Schuld. Boah, ey. Komm wieder her. Komm wieder her. Komm sofort hierher. Vater des Jahres. Das ist ihre Schuld. Alles ihre Schuld. Sieh nach Alice. Auf jeden Fall die Arme. Pfeif dir nochmal mehr Drogen in den Kopf, ey. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setzt was wie letztes Mal. Ja, wir können nicht gegen die Befehle. Die Schwampe ist einfach abgehauen. Wir können nicht gegen den Befehl verstoßen. Jetzt sind wir auch rot. Bewege dich nicht. Das ist der Befehl. Wir können den Befehl jetzt aber irgendwie umgehen. So wird man also zum Abweichler, oder? So wird man zum Abweichler, wenn man die Befehle nicht mehr befolgt und seine eigenen Entscheidungen trifft. Ich habe gar keine andere Wahl mehr, aber... Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, um Alice zu retten, also. Ich will mich bewegen. Deswegen schlage ich jetzt gegen diese Wand. Ich gehorche dir nicht mehr, Todd. Nie wieder. Oh. Zu voreilig nochmal. Ja.
Komm schon! Ich will das nicht mehr. Ich muss handeln. Schöne neue Welt. Beschütze Alice. Mein eigener Befehl. Überzeuge Todd. Ich glaube, den Typen können wir nicht überzeugen. Der hat sich zu weit von allem entfernt. Deswegen beschütze ich jetzt Alice. Gibt's vielleicht noch eine andere? Nee. Okay. Schnell, schnell, schnell. Ach, die Waffe. Soll ich mir die Waffe holen? Zur Sicherheit. Ich glaube, der rastet eh komplett aus. So. Oh nein, er ist schon hier. Verdammte Scheiße. Nein. Der verdammte Idiot, ey. Es reicht. Todd. Hör auf damit. Das reicht jetzt. Lassen Sie sie. Was für ein Dreckskerl mit dem Gürtel, ey. Leg die Waffe weg und mach, dass du rauskommst. Das ist dein Befehl. Nein. Lassen Sie sie in Ruhe. Was soll ich? Du kommandierst mich um? Was willst du tun? Du willst mich erschießen, wirklich? Du schießt auf einen Menschen. Du hast wohl ein Problem. Das sollten wir beheben. Nein! Vorsicht, Kara! Boah! Komm her, Miststück! Verpiss dich, Todd! Ah, nein. Läuft ganz gut bis jetzt. Ah, nein. Oh, verdammt. Jetzt habe ich einen kassiert. Scheiße. Du gehörst mir. Du tust, was ich sage. Nicht mehr, Todd. Nicht mehr. Oh. Ach du Scheiße, jetzt haben wir den erschossen. Aber ganz ehrlich, der hat's auch nicht anders gewollt. Man schlägt seine Kinder nicht. Egal wie mies es einem geht, man lässt es sicher nicht an seinem Kind aus. Schnell in den Bus rein. Aber ich glaube nicht, dass der nochmal aufsteht. Nee. Was für eine heftige Szene jetzt, aber dem Mädchen geht's gut, das ist die Hauptsache. Dafür kann man auch mal von seinen Befehlen oder seinen Programmierungen abweichen. Und einfach menschlich handeln. Boah, hier gibt's so viele verschiedene Möglichkeiten. Boah, Alter, was? Was, echt? Programm knacken und da gab es noch eine andere Möglichkeit. Einfach stehen bleiben oder was? Ich weiß nicht. Kara wird zum Abweichler, okay. Da gibt es aber wieder noch. Ja, hier wäre überzeugend gewesen. Da wären wir aber, glaube ich, nicht weitergekommen. Das wäre hier fertig gewesen. Dann wären wir doch nach oben gegangen. Hier wahrscheinlich die Möglichkeit, Waffe nehmen und hier irgendwo zwei andere Sachen. Boah, das ist ja krass.
Aber das kann man ja auch nicht in einmal dann schaffen. Da gibt es einfach nur den Weg, den man gerade geht. Kara hat Todd erschossen. Hier gibt es aber noch mehrere Sachen. Ihn nicht zu erschießen, einfach nichts zu machen. Dann erschießt er wahrscheinlich einfach uns. Und dann war es das mit Kara. Und ja, ich versuche einfach meine Androiden, die ich steuere, zu beschützen, wenn möglich Menschen, die unterdrückt werden oder denen es nicht gut geht, zu beschützen. Aber ich versuche einfach meine Charaktere, die ich spiele, zu beschützen. Und das haben wir gemacht, indem wir ihn halt dann eben erschossen haben und unser eigenes Leben geschützt haben. Wunderbar. Aber eben, hier gibt es eine Menge Wege und ich bin mir ziemlich sicher, dass einer dieser Wege hinten auch heißt, dass Kara dann einfach tot ist. Aber dann verpasst man echt viel vom Spiel. Ich meine, wir sind hier erst am Anfang und wenn wir dann gar nicht mehr mit Kara spielen können, das wäre ja auch schade, finde ich. Deswegen, naja. Todd hat es in meinen Augen auch nicht anders verdient. Und er hat es auch jetzt mehrmals darauf angelegt. Er hätte mehrmals sich zurückziehen können. Aber dann noch mit dem Gürtel auf die Kleine loszugehen, nee. Das geht einfach nicht. Tut mir leid. Da hat er dran glauben müssen. Und ein bisschen später in einem anderen Teil der Stadt. Karl und Markus kommen nach Hause. Das war bei weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's? Lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Bereite Karls Abend vor. Bring Karl ins Wohnzimmer. Scotch ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Wohl wahr. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Ach, das geht auch so? Direkt übers Internet? Nice. Okay. Oh, die Nacht nimmt keine Ruhe, ey. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Karl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Ich halte das für keine gute Idee. Zuerst mal das Wohnzimmer checken. Hier gibt es nichts außer Karl. Na gut. Dann nehmen wir mal mit. Boah, das ist sicher Leo. Wer denn sonst? Leo! Was machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass sie nicht an! Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus! Das ist ein Befehl, Leo. Verschwinde hier. Na los. Lass deinen armen alten Vater in Ruhe. Leo, mach das hier nicht kompliziert. Hör auf deinen Vater. Du musst gehen. Sofort. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding? Das reicht jetzt! Raus hier! Sofort! Was Na macht los, das so besonders, geh! Hä? So viel besser als mich! Lass ihn in Ruhe! Na los, zeig, was du kannst! Mann! Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Verteidige dich nicht. Wenn wir es tun, werden wir zum los, Abweichler. Mich. Worauf wartest du? Bist 100%. Du ein Mann? Dann mach schon! Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Und der alte kriegt einen Herzinfarkt. Angst, dich zu wehren, oh, du blöder Mann.
Ich muss nicht gehorchen. Ich muss für mich selbst entscheiden. Verteidige dich nicht. Aber wir, das ist schon zu spät. Wir können das ja nicht verhindern. Und jetzt wird auch Markus zum Abweichler. Und die Wand ist zerschlagen. Oh, stimmt ja, ganz vergessen. Du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich auf dem Weg. Ach du Scheiße. Oh nein, das wollte ich nicht. Scheiße, nein. Leo. Nein, verdammt, nein. Oh mein Gott. Ich wollte nur wegstoßen. Leo. Mein kleiner Junge. Karl, ich... Nein, ich... Sie werden dich zerstören, Marcus. Du musst jetzt gehen. Verschwinde hier. Das wollte ich nicht. Karl, ich wollte das nicht. Verschwinde! Los! Geh! Marcus! Keine Bewegung! Nee, die erschießen mich sofort. Ja, toll. Nein! Nein! Ja, ich hatte gedacht, ich hatte... Ah, oh, verdammt! Gebrochen. Aber es gab hier auch nur zwei Enden und Polizei hielt Markus für den Angreifer. Ja, wir waren es ja auch. Wir haben die Polizei gerufen und... Ah, die dachten dann, wir wären der Einbrecher. Okay. Also zum Abweichler wären wir so oder so geworden. Und dann gab es die Möglichkeit, das auszuhalten oder Leo zu schubsen. Hätte ich es ausgehalten, dann wäre bestimmt Karl gestorben. 100%. Und jetzt ist der blöde Leo einfach so dumm gefallen. Oh, verletzt. Er ist nur verletzt. Okay, vielleicht ist er gar nicht tot. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall Karl gestorben wäre. Ob Markus jetzt tot ist, ich weiß es nicht. Das war jetzt eine schwierige Entscheidung, echt. Oh Mann, naja. Was für eine Nacht vom 5. November, ey, ist jetzt echt viel passiert. Krass. Naja, wir fahren mal fort. Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Ja. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Warum nicht?
Erzwinge ein Geständnis.